Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Kroko und heute habe ich mich auf dem Minecraft Marketplace verirrt und bin über Clash gestolpert. Und wie der ein oder andere von euch weiß, mag ich Strategiespiele und deswegen müssen wir das ausprobieren. Ich erstelle uns einfach mal eine neue Welt und erkläre währenddessen, was Clash ist. Clash ist im Prinzip wie Clash Royale, das Handyspiel, was jeder kennt, nur halt in Minecraft. Tada! Und da sind wir im Schloss des Königs. Hier kämpfen wir Rot gegen Blau und wir haben folgende Möglichkeiten. Boss Battles schauen wir uns an. PvE machen wir sofort. PvP, ich schau mal, ob ich den Lars rankrieg. Ohne Sandbox, da testen wir ein bisschen die Einheiten und schauen, welche wirklich was taugen. Machen wir uns auf zur ersten Runde. Schauen wir uns mal an, was die Gegner so haben. Speerträger, Bogenschützen und Reiter. Tribok. Ich würde sagen, wir kommen über die Brücke mit einer Reitertruppe, um den Tribok auszuschalten und gehen über die Seiten mit Fußsoldaten. Auf der Brücke noch Bogenschützen? Finde ich eine gute Idee. Also auf der Brücke als allererstes mal ein paar Bogenschützen und dann schicken wir direkt die Reitertruppe hinterher. Der überholt die Bogenschützen dann und ist dann sozusagen unsere Speerspitze. Alle über die Brücke. Und dann Fußsoldaten nur durch die Mitte. So, schauen wir mal, ob die Taktik funktioniert. Und die marschieren auch noch darüber. Die sind einfach, oh, die werden so weggeschnetzelt. Außer wir haben Glück, dass die Bogenschützen mit einsteigen. Die Bogenschützen fallen einfach runter. Die ganze Taktik ist für den Eimer, wenn sich keiner dran hält. Ich hätte denen vielleicht mal eine Taktikbesprechung machen müssen. Da hinten werden meine Trippen geschnetzelt. Ey, Taktik ist hier echt kleingeschrieben, oder? Genau, weil jetzt kommen nämlich hier die Reiter und fallen meinen Bogenschützen in den Rücken. Das läuft ja mal richtig schlecht. Ah, okay. Wir haben natürlich noch einen Trick in der Hinterhand. Nein, opfer dich doch nicht. Du warst da oben sicher. Ich glaube, ich bin da andere Strategiespiele gewohnt. Da werden noch ein paar Speerträger nieder. Eigentlich müssten Speerträger auch deutlich wehrhafter gegen Reiter sein. Aber ich glaube, das ist hier nicht ganz beachtet worden. Wer wird gewinnen? Der legendäre eine Tribok, der nicht mal schießt, oder die ganzen Truppen? Ich würde nicht auf den Tribok wetten. Hat der Tribok überhaupt einmal geschossen? Nächste Runde. Was haben wir hier? Oh, das sieht sehr einfach aus. Das sind nur Bogenschützen. Das machen wir nicht. Das schaut schon spannender aus, aber lässt sich wahrscheinlich mit einem kompletten Reiterbataillon machen. Reiter über die Mitte, die hier angreifen. Reiter für die Seiten. Machen wir. Die Truppen sind in Position. Go! Meine Mitte ist ganz schön schwach, aber die ist auch ein bisschen mehr so... Was machen denn die? Wo? Leute, ihr müsst... Da ist der Feind. Nicht in der Mitte. Na, immerhin der eine hat begriffen, wie es funktioniert. Und wird ordentlich dafür in die Mangel genommen. Aber er schafft das. Du schaffst das. Der eine Ritter ist mein persönlicher Held. Er hält sich an die Abmachung. Alle anderen machen einen totalen Schmarrn. Schalte den Tribok aus. Schnell! Und jetzt bin ich gespannt, ob das Katapult alle wegschießt oder ob es klappt. Aber wir schaffen es. Obwohl sich keiner an die Abmachung gehalten hat und an unsere Absprache, haben wir noch gewonnen. Damit ich aber nicht nur auf Reiter mich verlassen muss, testen wir noch so ein paar andere Strategien aus. Und zwar möchte ich jetzt mal Katapulte einsetzen. Zwei Stück, uff. Dann können wir uns noch zwei Bogenschützen hier leisten und den Rest Fußsoldaten. Das Problem wird wahrscheinlich sein, dass die Fußsoldaten gleich direkt in den Kampf stürzen. Aber das machen wir jetzt folgendermaßen. Wir stellen hier zwei Katapulte hin und die zwei Bogenschützen. Und die Fußsoldaten kommen erst langsam in den Kampf. Bleibt stehen, ihr feuert von hier. Zack. Oh, nicht wirklich Schaden gemacht. Oh, die anderen haben Reiter. Oh, weia, ich glaube, das wird nicht gut. Wir hätten ein paar Speerkämpfer vorne wegschicken müssen. Ein Reiter ist noch da, wunderbar. Und jetzt die kleinen Truppen. Schaltet sie aus, da hinten ist noch ein Katapult. Zack. Oh, wir haben ein Katapult verloren. Jetzt kommen unsere Fußsoldaten erst. Die kommen zu spät. Die kommen zu spät. Sie ziehen aber in den Kampf mutig. Aber die werden gegen das Katapult wahrscheinlich ordentlich verlieren. Ja, schaut mal. Das Katapult steht jetzt einfach perfekt. Man muss seine Niederlage einsehen. Wenn man sie hat, rettet die restlichen Soldaten. Wir geben auf. Machen aber nochmal. Und dann diesmal besser. Selbe Konstellation. Ich möchte zwei Katapulte, zwei Bogenschützen und den Rest Fußsoldaten. Dann packe ich diesmal zwei Truppen Fußsoldaten vorne weg, Bogenschützen vorne hin und den Rest dann hier. Da kommen die Reiter. Katapulte. Feuert. Yes! Im Sumpf werden sie aufgehalten. Feuert! Die Truppen stürmen alle rein. Showdown im Sumpf. Nicht rumfahren, schießen. Es ist so viel in Reichweite. Am besten das andere Katapult auseinandernehmen. Kann ich ihm sagen, was er angreifen soll? Katapult. Angriff. Katapult. Auf das andere Katapult schießen. Da drüben. Och, wir wollen lieber auf unsere eigenen Truppen schicken. Wir finden das viel sinnvoller. Jetzt haben sie es. Jetzt hat. Daneben? Und noch ein Treffer. Katapulte. Jetzt hat der Kroko wieder gewonnen. Ich habe jetzt doch mal eben den Sandbox-Modus gestartet, weil ich habe gesagt, man kann alles mit Reitern schaffen. Deswegen werde ich jetzt einfach mal für denselben Preis, ich hole mir jetzt mal 20 Fußsoldaten auf der einen Seite und 10 Reiter auf der anderen Seite. Und die lassen wir jetzt gegeneinander antreten. Wer meint, ihr gewinnt? Schreibt es in die Kommentare. Ich sag die Fußsoldaten. Komm schon, da müssen jetzt die Fußsoldaten gewinnen. Sonst haben die ja gar keinen Mehrwert.
Also Fußsoldaten rentieren sich ja überhaupt nicht. Ich werde heute nicht in Fußsoldaten investieren, wenn wir gegen den Lars antreten. Eure Meinung ist wieder gefragt. Wer meint, ihr gewinnt? 72 Fußsoldaten oder 60 Bogenschützen? Haben beide exakt das gleiche gekostet. Go! Jetzt müssen doch die Fußsoldaten gewinnen, oder? Oh, die Bogenschützen schießen sich gegenseitig auch ab. Okay, obwohl die schon so schön terrassenförmig in zwei Reihen standen. Das sieht nach einem klaren Sieg der Fußsoldaten aus. Sehr gut. Bevor wir unseren Kampf gegen Lars wagen, Zeit für ein Boss-Battle. Nehmen wir mal die erste Map gleich und schauen, welchen Boss wir da haben. Pharao persönlich. Hier muss man durch ein Nadelöhr durch. Das heißt, wenn wir hier sehr, sehr viele Truppen durchschicken, könnte sein, dass da ein Engpass entsteht. Schauen wir uns an, was für Truppen wir schicken. Nehmen wir eine Balliste mit. Oh, Katapulte möchte ich haben. Ich möchte ganz einfach 2 Katapulte. Oh, und dann können wir noch 2-mal Bogenschützen und den Rest komplett Ritter. Truppen sind in Position gebracht. Vorneweg Bogenschützen und Katapulte, die werden als allererstes hier durch hineinschießen, vielleicht schon die ersten ausschalten und dann stürmen die Ritter hinterher und machen den Rest. So, die Taktik, let's go! Okay, die Bogenschützen haben schon mal geschossen. Katapulte auch schon reingefeuert, sehr gut, die Ritter kommen durch und sie hauen sie in Stücke. Die ersten Gegner fallen. Boah, sind die, sind ganz schön stark im Nehmen. Die Ritter stürmen weiter. Die ersten Ritter haben sich hier, oh nein, die sind an diesen Dingern hängen geblieben. Die kommen nicht mehr weiter. Katapulte feuern weiter, die Katapulte sind super. Katapulte rücken weiter nach. Komm, Feuer rein, Feuer rein, Feuer rein. Wieso ist das Katapult kaputt gegangen? Wir haben ein Katapult verloren und es ist nicht mal ein Gegner da. Oh nein, das sieht gar nicht gut aus. Weil die hier nichts tun, die Reiter. Katapult, schalt ihn aus. Schnell. Wir haben einen Bogenschützen noch erwischt. Komm schon, wenn der Reiter wenigstens was tun würde. Der hält sich gut, der hält sich sehr gut. Katapult, mach ihn kalt. Schnell. Oh, wir haben es noch auf den Bogenschützen dahin abgesehen. Nein. Sehr gut. Sehr gut, gleich ist er weg. Katapult, mach ihn fertig. Yes! Jetzt haben wir nur noch ein paar... Oh, wir haben aber nicht mehr viel Truppen. Oh, noch ein Schuss vom Katapult. Und jetzt? Oh nein, oh nein, oh nein. Ihr müsst mit. Die wollen nicht mehr. Oh nein, das ist unser Ende. Wir hätten es geschafft, wenn die da nicht so Party machen würden. Aber ich glaube, die hauen die jetzt einfach um. Schau mal. 2 Schläge, zack, zack. Die räumen nur noch auf. Die wollen auch nicht mehr. Die streiken auch. Die haben eingesehen, dass ich der Sieger sein sollte. Ich glaube, wir einigen uns hier auf eine klassische Patt-Situation. Ich würde einen Remis vorschlagen. Ich vermute, die nehmen das Unentschieden an. Yay! Aber wir haben hier einen Boss umgehauen. Boss-Battle, würde ich sagen, haben wir gewonnen. Dann steht hier jetzt nur noch das Match gegen den guten Lars aus. PvP, meine Damen und Herren. Der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Yay! Besteht bei dir hier auch PvP? Ja, ja. Kannst du da Startboxen? Ich bin automatisch mit dir geflogen. Ah, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. So, ich glaube, ich bin blau. Du bist, glaube ich, rot. Okay, und dann müssen wir die platzieren, wie es ausschaut. Warte, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch Kohle. Schicke ich nur durch die Mitte oder schicke ich auch... Ja, komm, ich schicke nicht nur durch die Mitte. Die hüpfen auch wieder runter dann. Und wenn ich jetzt... Bist du bereit? Nur falls ich Go drücke, dass nicht deine Truppen verschwinden? Nee, ich habe noch ein paar. Okay, ich habe schon platziert. Warte. Ich gehe mal gucken, was du so gemacht hast. So, ich bin bereit. Kommen die über die Flanken? Oh, da kann man Bogenschützen draufstellen. Nice. Offensichtlich. Nice. Ja, okay, dann go. Okay, okay. Go! Ich glaube, du musst auch go. Okay. Ich muss auch drücken, ja. Okay, Coco. Ja, 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 ja. Und da kommen sie! Ja, Pferde sind einfach over, ne? Voll. Aber, ich fand auch, dass die. Warum fahrt ihr da runter? Ihr wart da so gut aufgestellt. Oh, ich dachte gerade, von dir kommen Reiter von hinten. Gott sei Dank sind es meine. Und da haben sich einfach mal 5 Reiter von mir aufgehängt. Sehr gut. Oh, deine stehen da unten und haben sich aufgehängt. Aber da unten ist Schlägerei. Und das Tolle ist, diese Katapulte sind so smart, schau, die fahren extra runter zu deinen Reitern, damit du sie umhauen kannst. Ja, ja, genau. Oh, aber da oben, ne, meine Bogenschützen, die hatten halt keine Chance. So. Nee, aber ja. Oh, Katapulte unten hat überlebt, sehr gut. Eins hat überlebt. Ah, 1-0 Kroko, ey. Ja, es ist noch, ja, ja. Definitiv 1-0 Kroko. Ja. Ja, vielleicht schaffen sie es, man weiß ja nie, wenn die sich jetzt meine Spieler so irgendwie blöd an die Ecke. Nein, okay. Nächste Runde, andere Map. Best of 3, oder was? Ja, okay, und andere Map, oder? Und wir verdoppeln das Gold. Verdoppeln hat er... Ja, 600 machen wir. Ich riskiere ein bisschen, Gut, dass du... Ja, erzähl ruhig. Du bist also jetzt voll an der Front, sehe ich schon. Okay. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann ist doof, dass meine so weit hinten sind. Wir werden es sehen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Go! Jetzt bin ich gespannt. Los, Jungs! Ihr macht das! Und sie kommen von unseren... Katapult rasiert einfach meinen Pferden den Hintern. Das geht, nein, dein Katapult kann deinen Truppen nicht schaden. Zumindest war das mal so. Katapulte, auf die Ballisten! Auf die Ballisten! Gibt's das? Ey, es ist da nur noch eine Entscheidung zwischen Katapulten, oder?
Nee, nicht ganz, ne? Weil guck mal, da hinten habe ich noch einen Katapult, das macht so ein Katapultduell mit deinem Katapult. Ja, ja, und ja, ja. Trifft den anderen. Ich schieße immer drüber. Ja, oh, jetzt war ein Treffer, jetzt war ein Treffer. Aber auf, da hinten stehen ja, noch drei von mir. Von hinten. Ach, Mist, ey, es war okay, knapp. Okay. Ja, okay. Gut, das ist vorbei, ne? Best of three hast du gewonnen, zwei. Stimmt, stimmt, das war flott. Jetzt machen wir noch eine brutale Runde. Okay, wenn du die gewinnst, hast du alles gewonnen. Okay, all in. All in. Triebe. Ach, wie viel Triebe hast du bitte? Du hast ja noch mehr Triebe geholt wie ich. Alter. Du hast ja gefühlt nur Trieböcke. Oh, das wird ein Gemetzel. Ich bin ready. Ja, bist du ready? Ja, ja, go, 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 go. Okay. Es fliegt einfach alles in die Luft, was geht. Aber meine Katapulte schießen nicht, die fahren alle. Dadurch, dass du halt mehr Triebwerk hast, glaube ich. Oh, das wird noch bitter. Nee, deine Armee drückt gerade so. Ja, aber schau mal, hast du gesehen, die Ritter sind einfach fast instant weg. Die sind einfach fast instant weg, wenn das einmal... Oh, alle meine Ritter weg, jetzt schirme deine vor und machen den Rest. Oh nein. Oh, ich glaube, deine Taktik ist aufgegangen. Alter, aber geil, dass das nicht abstürzt. Ey, aber wirklich, oder? Also. Aber hey, deine Batterie schießt meine einfach knallhart weg. Ja, Lars, das geht dann wohl definitiv an dich. Oh, und wie die das... Oh. Aber es schaut schon cool aus, oder? Ja. Es schaut schon cool aus. Weil der schießt ja auf gar nichts. Also, nee, ja, das Problem bei der Bedrock ist mit soliden Blöcken, ne? Die sind da ein bisschen in der Vision anders. Guck mal, du siehst auch, wie hier diese Bruchsteine komisch in der Luft runtergehen, ne? Ich glaube, er sieht einfach gerade auf Millimeter nichts wegen dieser Kante. Und hat vielleicht irgendwas anvisiert oder... Ach, ja, ja, gut, okay, also... Ja gut, ich gebe mich geschlagen. Dann, du hast vor allem echt nur ein paar Ritter verloren, ne? Ja, aber da schon einige, also. Mhm. Aber Koko, ja, nicer Fight. Das war wirklich cool. Also, kann ich euch empfehlen, wenn ihr Lust auf sowas habt. Ey, es macht wirklich Spaß. Nice. Es gibt noch eine Tower-Defense-Map im Store. Und ich glaube, die hat auch einen Multiplayer. Da können wir gegenseitig Tower-Defense spielen. Das sollten wir uns merken. Nice. Ja, damit sage ich vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Danke, Lars. Macht's gut. Jo. Wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat's euch.